Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play Skyrim. Wir sind hier noch in der beflaggten Meere und die Dame da ist ja auch eine Nord und die hat uns ja herausgefordert zu einem Kampf und das ist, glaube ich, nicht so. Ich bin direkt hinter euch. So schwer, aber ich denke, die hat schon was drauf und was soll ich nehmen? Sollten wir uns doch etwas besser ausrüsten, denke ich. Nämlich nehmen wir die beschlagene Rüstung und Pelzhelm fein, ja. Und das rüsten wir dann auch gleich aus. Weil, ja, die haut uns zu Klump sonst, nehme ich an. So. Und wo ist die beschlagene Rüstung? Hier. Und dann probieren wir es mal, ne? Dann mal los. Mit dem Faustkampf. Gnädigste. Lust auf ein. Geht einfach weiter, Schwabbelbauch. Mit einer Frau wie mir werdet ihr nicht fertig. Schwabbelbauch. Warum nicht? Im waffenlosen Kampf werde ich mit jedem hier in der Stadt fertig. Ich wette 100 Goldstücke, dass ich mit eurem Fell den Boden aufwischen werde. Ja, abgemacht, Mädel. Komm. Nur mit den Fäusten. Keine Waffen, keine Magie und kein Geheule. Los geht's. Okay. Seht an, seht an. Die nächste Made, die unter meinen Stiefeln zerquetscht werden wird. Wir müssen da. Werf den Schneebuckel zu Boden. Na los! Kommt schon. Mal sehen, was ihr drauf habt. Wollt ihr nur so dastehen und einstecken? Ja, geh aus dem Weg. Doppelkombination, Leute, die ist ja heftig drauf, aber jetzt. Wer hat euch denn das Kämpfen? Komm schon, mal sehen, was ihr drauf habt. Na komm. Den Schneebuckel zu Boden, na los! Die ist ja echt heftig, Leute. Komm, Schwinger und Schwinger und. In die Ecke, natürlich. Das Kämpfen gelernt. Ja. Hau raus da. Das wird wunderbar. Verdammt. Oh. Dies ist eine Ode an Himmelsrands standhafte Beschützung. Oh. Ja, nein. Wer hat euch denn das Kämpfen gelernt? Ihr seid eine Schande für euresgleichen. Es ist eines der ersten. Oh, die ist echt heftig. Wir müssen da wirklich verschwinden. Dieses Lied hier ist besonders gut. Es ist eines der ersten Lieder, das ich gelernt habe. Ragnar der Rote. Komm, lass uns da vorbei. Wo ist sie? Wollt ihr nur so da? Kommt schon, zeigt mir, was ihr könnt. Ausweichen und Konter. Jawohl. Ihr wollt zu den Nord gehören? Mädel, komm. Verschwind da, Feen da. Hoch mit den Fäusten. Kommt schon, zeigt mir, was ihr könnt. Das ist eine Ode an Himmelsrands standhafte Beschützung. Ich das werde euch töten. Wunderbar. Na, komm her. Leute. Ja, ja, macht nicht so einen Stress und geht da aus dem Weg. Das
du dastehen und ich werde euch vernichten. Und links. Und noch einmal linke. Und noch einmal linke. Und rechte. Und vollen Hieb, ne? Das war's ja, Mädel. Und? Wollt ihr nur so dastehen und einstecken? Wehrt euch! Was ist jetzt? Na, das nenne ich mal einen Schlag. Da habt ihr mich aber erwischt. Na also. Und das war's. Kein Danke, kein Bitte für den Unterricht. Hoch mit den Fäusten. Ihr habt die Wahrheit gesprochen. Der beste Kampf, den ich seit Jahren hatte. Hier, für euch. Okay, Leute. Ja, war's das jetzt? Gut so. Unser Mädel ist noch immer in Kampfposition. Wieso ist denn das so? Ach so. So. Jetzt reden wir nochmal mit ihr. Ich wollte euch noch zeigen, die schaut ja auch recht gut aus in dieser Rüstung. Ihr seid Lust auf ein Nord-Sprichwort? Man kennt eine Frau erst dann richtig, wenn man mit ihr gezecht und sich mit ihr geprügelt hat. Ah, jetzt können wir sie als Gefolgsfrau anheuern. Ja, cool. Okay. Gut. Genug geplaudert. Ja. Okay, wir haben jetzt einmal gekämpft, anständig. Das war ja mal was. Und ja, kommt zwar nicht so gut im Spiel, aber ein Gefolgs... Dies ist eine Ode an Himmelsrands standhafte Beschützer, okay. Das Kaiservolk. Eine Gefolgsfrau mehr. Und was ich euch noch zeigen wollte hier... Diese Graumähnen sollen verdammt sein. Wenn sie die Sturmmäntel unterstützen wollen, kriegen sie, was sie verdienen. Okay, ja, das wussten wir schon. Aber benutzen Bratspieß, der arbeitet gerade. Was noch zu zeigen ist hier, und das habe ich ja fast nicht geglaubt, Bilanzen fälschen, Geschäftsbuch. Und... fünf Kopfgeld. Im Namen des Jahr, keine Bewegung. Ja, ich werde mein Kopfgeld bezahlen, gut. Schlaues Mädel. Jetzt kommt mit zum Schloss. Wir nehmen euch etwaiges Diebesgut ab, dann könnt ihr wieder gehen. Sobald ihr die Strafe bezahlt habt, versteht sich. Okay, ja, gut. Was ist denn jetzt los? Stufe 7, Pipapo, Weißlauf wurde um die Medaille herum errichtet. Der Heimstatt der legendären Kriegsgilde der Gefährten. Ja, was ist denn jetzt? Drachenfeste entdeckt? Ja, wieso? Das wollte ich doch jetzt gar nicht. Hi-ho! Die Nacht ist vorbei und wir sind da jetzt. Müssen wir jetzt mit der Wache reden oder was ist denn los jetzt da? Komm her. Ihr seht aber wirklich müde. Was? Was ist denn los? Komm, erzähl uns was. Ich hoffe doch, da gibt's einen Bug, oder was? Benötigt ihr Vorräte? Dann sucht Beneto in seinem Laden auf. Er ist ein etwas schmieriger kleiner Mann, aber seine Waren sind gut. Ja, okay. Gut so. Das wollten wir ja alles nicht. Die haben uns jetzt da mitgenommen ihr und... Ihr solltet mit dem Jarl in Drachenfest sprechen. Er kann jede Hilfe gebrauchen. Ja, aber das will ich noch gar nicht. Drachenfeste, Pipapo, hin und her. Leute, ich mache einen Schnitt und wir gehen jetzt einmal einkaufen und verkaufen und uns umziehen. Und ja, und ich will noch einmal mit der Frau da kämpfen. Okay, bis gleich. Ciao. Ja, wir sind hier auf dem Weg, nämlich zu einem Händler und wir haben noch immer keinen gefunden, eigentlich nur einen Waffenhändler und da schauen wir uns dann auch noch um. Aber ich wollte euch diesen Ausblick ja nicht vorenthalten, Leute. Da einmal die Gegend und da hinten die Drachenfeste und jetzt Weißlauf, das Dorf kommt ja so gut rüber. Ja, und der Jarl kann warten. Das ist eben so beim Toso.
Und wir quatschen da mal mit den Leuten, ne? Oh, das ist ein Kommandant. Vielleicht aktiviert der einen Trigger. Das wollen wir nicht. Wer quatscht denn da so? Und was macht das Kaiserreich? Nichts! Nein, weniger als nichts! Die kaiserliche Maschinerie vollzieht den Willen der Talmor gegen das eigene Volk! Also steht auf! Steht auf, Kinder des Kaiserreichs! Steht auf, Sturmmäntel! Nehmt das Wort des mächtigen Talos an, der sowohl Mensch als auch Gott ist. Denn wir sind die Kinder der Menschheit. Und wir werden Himmel wie auch Erde besitzen. Und wir, nicht die Elfen oder ihre Speichellecker, werden über Himmelsrand herrschen. Auf ewig. Okay. Talos der Mächtige. Talos der Unfehlbare. Talos der Unangreifbare. Euch lobpreisen wir! Und ihr habt unseren Lobpreis verdient, denn wir sind eins. Ehe ihr emporstiegt und aus den acht, die neun wurden, seid ihr unter uns gewandelt, großer Talos. Nicht als Gott, sondern als Mensch. Doch ihr wart einst ein Mensch. Ja, und als Mensch, da sagtet ihr, lasst mich euch die Macht von Talos Sturmkrone zeigen, der aus dem Norden kommt, wo mein Atem lange Winter ist. Ich atme nun in königlicher Pracht und gestalte dieses Land, das mir gehört. Dies tue ich für euch, Rote Legionen, denn ich liebe euch. Ja, Liebe, Liebe. Schon als Mensch hat der große Talos uns hochgeschätzt. Denn in uns, in jedem von uns, sah er die Zukunft von Himmelsrand. Die Zukunft von Tamriel. Okay, Alter. Ihr seid gekommen. Ihr seid gekommen, um dem Wort von Talos zu lauschen. Ja, ja, schon gut. Was könnt ihr mir über Talos erzählen? Hallo, mein Freund. Wenn ihr etwas über den mächtigen Talos erfahren wollt, seid ihr bei mir an der richtigen Adresse. Zu Lebzeiten war Talos ein Nord, der über unvergleichliches taktisches Geschick sowie grenzenlose Weisheit verfügte und die Macht besaß, den Menschen ins Herz zu blicken. Talos meisterte die Macht der Stimme. Mit ihrer Hilfe vereinte er die Länder der Menschen zu einem großen Reich. In südlichen Gefilden war er als Tiber Septim bekannt. Hier in Himmelsrand verehren wir ihn unter seinem richtigen Nordnamen. Seine Herrschaft war von solcher Glorie, dass er nach seinem Aufstieg in Himmel zum Fürsten der Göttlichen ernannt wurde. Falls ihr mehr über ihn wissen möchtet, ihr werdet sicher zahlreiche Bücher zu diesem Thema finden. Okay, warum wurde die Anbetung von Talos verboten, Heimskrull? Weil der sogenannte Kaiser ein Feigling ist. Ja, ihr habt richtig gehört. Ein Feigling. Oh ja. Er willigte ein, die Anbetung von Talos zu verbieten, als er ein Altmeri-Schwert an seiner Kehle spürte. Sie nannten es das Weißgold-Konkordat. Nun, ich nenne das Blasphemie. Ein wahrer Sohn des Kaiserreiches hätte sich niemals von unserem größten Helden abgewandt, um keinen Preis. Ich will euch mal was sagen. Cyrodiil ist weit weg. Und den Himmelsrand werden wir den mächtigen Talos niemals im Stich lassen. Okay, macht ihr euch keine Sorgen, dass ihr verhaftet werdet? Sollen sie ruhig kommen. Ich fürchte mich nicht, denn Talos steht auf meiner Seite und ich bin sein Prophet. Seine Worte entspringen meinen Lippen. Seine Stimme dringt aus meiner Kehle. Okay, alter Sack, Und da ist sie, meine Freunde.
Die nackte Wahrheit. Okay. Wir sind die Kinder der Menschen. Aktivieren Schrein von Talos. Ja, Leute. Gott, beim Schreien können wir uns, glaube ich, heilen und das werden wir das nächste Mal machen, ja? Okay. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß mit dem Kampf und mit dem Pipapo und ja, das wird die Unendliche, ich weiß es ja. Und den Himmel mit uns zu teilen. Das dauert ja noch. Also Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und ich höre dem noch ein wenig zu da. Heute nehmen euer Sie Toso. Euch den Ciao. Glauben. Aber was wird